Also das geht nur durch einen Akt der Beleihung. Das heißt, das muss der Landesgesetzgeber regeln und der Landesgesetzgeber muss dann auch im Detail regeln, was genau diese privaten Sicherheitsdienste, die dann zu hoheitlichen Aufgaben herangezogen werden, auch tatsächlich dürfen. In der Regel wird es um Überwachungsaufgaben gehen. Es wird darum gehen, dass auch Platzverweise ausgesprochen werden dürfen. Aber weitere Hoheitsrechte werden dann ausschließlich bei den Ordnungsämtern verbleiben. Ein großes Thema sind natürlich vor allem die Bußgelder, die jetzt verhängt werden sollen. Da ist noch immer großer Flickenteppich in Deutschland. Aber dürfen diese privaten Sicherheitsleute dann beispielsweise die 250 Euro für Maskenverweigerer, die Herr Söder angesprochen hat, auch verhängen? Also die Ordnungsgelder werden nach wie vor dann von den Ordnungsämtern hoheitlich verhängt. Das hat dann mit der Übertragung dieser Aufgaben auf die privaten Sicherheitsdienste, die im Übrigen auch qualifiziert und zertifiziert sein müssen. Wir möchten nicht, dass jeder herangezogen werden kann, sondern wir legen schon Wert auf Qualität, damit auch die Akzeptanz in der Bevölkerung natürlich gegeben ist. Wie schnell kann denn diese Beleihung jetzt stattfinden? Wie lange dauert es, bis dann tatsächlich diese Sicherheitskräfte genutzt werden können? Also wir brauchen erstmal rechtliche Regelungen und wir werden jedenfalls jetzt nochmal durch ein Gutachten genau klären lassen, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist, was die Landesgesetzgeber genau regeln müssen. Und dann hoffen wir natürlich, dass es dann möglichst schnell geht. Wir haben es beim Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst gesehen, das ging relativ schnell. Es gibt jetzt 3,1 Milliarden Euro für zusätzliches Personal in den Gesundheitsämtern und so etwas Ähnliches brauchen wir auch für die Ordnungsämter. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.